Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne meine 6 Neuzugänge aus dem Februar zeigen. Der Monat ist wieder rum und diese 6 Neuzugänge tun meinem Sub auf keinen Fall gut, weil ich habe auf jeden Fall weniger gelesen, als neu dazugekommen ist. Ihr kennt das sicherlich, es geht schneller. Es ist halt einfach so, man kauft schneller, als dass man lesen kann. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich zeige euch am besten sofort, welche 6 Bücher in diesem Monat mal bei mir einziehen durften. Viel Spaß! Es geht direkt los mit einem Buch, welches ich gerade auch bereits lese. Und ungefähr ja, so ein Drittel habe ich schon gelesen und bisher ist es echt außergewöhnlich, muss ich sagen. Ich mag vor allem den Schreibstil total gerne. Es war auf jeden Fall auch eins der Humdouble Book Blind Dates. Vielleicht habt ihr von der Aktion mitbekommen, ich fand die ja super. Es geht um The Girls von Emma Klein. Hier ist das Lesezeichen drin, nicht wundern. Wie gesagt, es hat sich hinter einer der Book Blind Dates versteckt und es hat irgendwie total gut gepasst, weil ich dieses Buch sowieso noch lesen wollte, weil es auf mich irgendwie schon die ganze Zeit, seitdem ich weiß, dass es quasi draußen ist, seit 2016 ist es draußen, so eine gewisse Faszination ausübt. Dieses Buch spielt im Jahr 1969 und es geht um die 14-jährige Ivy, die eigentlich ein ganz normales Teenagerleben führt. Es ist aber weder sonderlich aufregend noch außergewöhnlich, es ist einfach irgendwie ein ganz normales Teenagerleben. Eines Tages trifft sie auf eine Gruppe von Mädchen, welche sie direkt faszinieren, vor allem eine davon, die heißt Suzanne, findet sie später raus. Und genau, die üben halt wirklich so eine Faszination auf sie aus. Die kann sich auch gar nicht richtig erklären, warum, aber die sind irgendwie anders und wahrscheinlich auch so, wie sie gerne sein möchte. Sie bringen halt so ein bisschen Abwechslung und Aufregung in ihr Leben, weil die sich auch so auf den ersten Blick in nichts bieten lassen. Ivy folgt dem Mädchen dann und gerät in einen gewissen Clan, der, ja, wie soll ich sagen, bei dem es nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und sie, ja, es gerät immer mehr in diesen Strudel aus Gewalt und Illegalität, sag ich mal, und wird fast noch in eine große Katastrophe reingezogen, die 1969 war das tatsächlich auch, die Welt erschüttert hat. Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, um welches Ereignis es sich handelt. Es war auf jeden Fall, ich spoilere lieber nicht, weil ich habe Angst, dass es so ein bisschen den Lesespaß wegnimmt. Ich wusste halt sofort, was 1969 brutal ist, wirklich in Los Angeles passiert ist. Oder beziehungsweise was das für eine Zeit war. Ja, ich habe zu der Thematik auf jeden Fall noch nichts gelesen und freue mich deshalb, dass ich ja dieses Buch jetzt besitze und es auch lesen darf und kann. Und bisher finde ich es wirklich faszinierend. Also ich mag den Schreibstil total, der ist irgendwie total authentisch, echt ungeschönt. Unterscheidet sich auch von anderen und ich würde auch sagen, dass es nicht so leicht zu lesen ist. Also man muss da tatsächlich erstmal ein bisschen reinkommen, ein bisschen mit dem Schreibstil klarkommen. Aber sobald man einmal drin ist, dann läuft es quasi auch. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir das weiterhin gefallen wird. Ihr werdet natürlich davon im Lesemonat Februar erfahren, wenn ich es bis dahin noch fertig kriege, aber ich denke schon, weil so viel ist das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall mal was ganz anderes, aber nicht weniger spannend. Es geht weiter mit einem anderen Humdouble Book Blind Date. Ich hatte ja 2 und dieses Buch befand sich in dem anderen. Schön, dass es dich gibt von Laura Marlina Seiler. Das ist kein Roman, sondern es ist eher so, ja, so ein Ratgeber, würde ich sagen. Hier steht halt der spirituelle Erfolgsratgeber für ein erfülltes Leben. Im Grunde geht es, glaube ich, darum, dass man eben, ja, sich ein bisschen selbst findet, dass man eben ermutigt wird, auch ein bisschen sich selbst ein außergewöhnliches Leben zu erschaffen, steht hier hinten auch drauf, vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Comfortzone rauszutreten. Finde ich tatsächlich auch gar nicht so uninteressant. Also ich freue mich auch sehr darauf. Ich mag sowas total gerne zu lesen. Ich glaube, sowas kann man immer gut gebrauchen. Ja, hat auch nur 220 Seiten, kommt man, glaube ich, relativ gut durch, denke ich mal. Auf jeden Fall sehr cool und nicht so das, was ich natürlich ständig lese. Deshalb ist es mal was ganz anderes und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es geht weiter mit dem zweiten Teil einer Reihe, weshalb ich dazu, zu diesem Buch, auch gar nicht jetzt so viel sagen werde. Aber nur so viel, der erste Teil hat mich absolut zerstört. Alle, die es gelesen haben, wissen wahrscheinlich, worum es geht und warum es mich zerstört hat. Aber ja, es handelt sich auf jeden Fall um All-In, 2 Versprechen von Emma Scott. Also der zweite Teil dieser All-In-Reihe. Ja, wie gesagt, ich werde nicht viel zum Inhalt sagen, weil der hier extrem spoilert, soweit ich weiß, für den ersten Teil. Auf jeden Fall freue ich mich riesig darauf, nachdem mir wirklich der erste Teil unglaublich gut gefallen hat. Es gab damals 5 Sterne für mich, für den.
für mich. Die Geschichte war wirklich außergewöhnlich, total emotional. Sie hat mich mitgenommen, ich habe das im Zug gelesen und konnte meine Tränen wirklich bei den letzten Seiten nicht mehr zurückhalten. Es war ein ganz, ganz außergewöhnliches, schönes Leseerlebnis. Und ja, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil ich nicht genau weiß, wie die Autorin jetzt diese Geschichte weiterführen möchte im zweiten Teil. Aber ich bin einfach mal gespannt. Ich habe bisher gute Meinungen darüber gehört und viele begeisterte Stimmen, deshalb werde ich mich einfach mal drauf einlassen und bin natürlich sehr gespannt. Es geht weiter mit zwei Büchern, die in der Scribbler-Box, Bücherbox waren von Autoren. Für Autoren ist das ja sehr, sehr cool, dass ich die testen durfte auf jeden Fall. Die Bücher sind beide englische Bücher und die klingen auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Sind beide, glaube ich, Fantasy-Bücher, wobei ich mir bei dem einen nicht sicher bin. Ich zeige es euch einfach mal. Das erste Buch ist The Circle of Shadows von Evelyn Skye. Von der Autorin habe ich bisher noch nichts gelesen. Allein vom Cover her würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Fantasy ist. Es ist auf jeden Fall auch ein etwas dickeres Buch. Wobei, naja, 450 Seiten. Oh, die Autorin ist voll süß. Wahnsinnig schönes Cover auf jeden Fall, was mir sofort auf den ersten Blick so aufgefallen ist. Ja, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Ich bin ja jetzt nicht so der größte Fantasy-Leser, aber irgendwann wird auch auf jeden Fall die Zeit für dieses Buch gekommen sein und dann werde ich euch natürlich auch wissen lassen, eben wie es mir gefallen hat. Aber ja, ich freue mich riesig drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr schon irgendwas von Evelyn Skye vielleicht gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also das war das erste Buch aus der Scribbler-Box. Und das hier ist das zweite, We Told Six Lies von Victoria Scott. Victoria Scott hat ja die Feuer und Flut und Salz und Stein, heißen die Bücher so? Wo es auf jeden Fall noch einen dritten Teil zu gab, aber erst sollte der nicht geschrieben werden, jetzt schreibt sie ihn doch, irgendwie so. Das ist die Autorin und dieses Buch sieht, glaube ich, irgendwie aus nach einem Thriller. Hier steht auf jeden Fall Gone Girl meets One of Us is Lying und ich fand beide Bücher klasse. Also ist das schon mal, sind das gute Voraussetzungen. Es ist auf jeden Fall ein, genau, psychologischer Thriller, der einen bis zum Ende irgendwie, ja, vermuten und raten lässt, was es denn damit auf sich hat. Klingt auch gut. Mehr steht hier auch gar nicht drauf tatsächlich, was ich auch mal ganz, ganz cool finde eigentlich. So wird man so in die Geschichte geworfen, ohne genau zu wissen, worum es geht. Und kann sich da so ein bisschen als Leser überraschen lassen. Das ist, glaube ich, auch mal nicht ganz schlecht. Ich bin gespannt. Feuer und Flut war ja eher so Fantasy-Dystopie-mäßig, ein bisschen Sci-Fi. Ne, Sci-Fi nicht wirklich. Dass das jetzt hier mal so ein Thriller ist, finde ich sehr spannend, weil ich liebe Thriller. Und ja, yeah, wir werden sehen, wie es mir gefallen wird. Das letzte Buch habe ich freundlicherweise vom Löwe Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich glaube, das geht auch eher so ein bisschen in die Richtung Thriller, mysteriöse Geschichte, irgendwie so. Es klingt auf jeden Fall gut. Es handelt sich um Ellingham Academy von Maureen Johnson. Untertitel: Was geschah mit Alice? Ich lese euch, glaube ich, einfach mal den Klappentext vor. Stevie Bell ist großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie. Aber noch viel mehr begeistern sie reale Kriminalfälle, wie die bisher ungelöste Ellingham-Affäre. Als Schülerin der exklusiven Ellingham Academy kann sie endlich selbst am Schauplatz der legendären Entführung ermitteln. Doch als ein Mitschüler ums Leben kommt, muss Stevie nicht nur das Verbrechen von damals aufklären. Klingt total interessant und spannend. Auf jeden Fall so, ja, Jugendthriller. Damit kriegt man mich immer. Ich mag die auch sehr, sehr gerne alle aus dem Löwe Verlag. Ich sag nur Ursula Poznanski, die schreibt ja super spannende Jugendthriller. Bin auf jeden Fall mal neugierig, wie Maureen Johnson das hier umsetzt. Der Klappentext klingt ja wirklich sehr, sehr gut. Sehr spannend. Genau, das war das letzte Buch meiner Neuzugänge. So, das waren die 6 Neuzugänge aus dem Februar. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen wieder mal das Video. Und schreibt mir in die Kommentare unbedingt, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr es auch lesen möchtet, ob ihr es schon gelesen habt. Würde mich natürlich wie immer sehr interessieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.